Was ist denn in der Pro-Choice-Bewegung? Besteht die nur aus Frauen oder dürfen da Männer vielleicht auch eine Meinung haben, wenn sie Pro-Choice ist? Was ist eigentlich mit unfruchtbaren Frauen? Sind die dann auch von der Diskussion ausgeschlossen? Aber die Frage ist ja jetzt auch, habe ich da überhaupt das Recht, drüber zu sprechen? Ich bin ja ein Mann. Habe ich da überhaupt das Recht dazu, was zu sagen? Was sagst du? Also, ist ja, ich kann ja keine Kinder bekommen. Was fällt mir eigentlich ein, darüber zu reden? Wie Ja, würdest du das müssen sich, sehen? glaube ich, Männer sehr oft anhören. Deswegen Props an dich, dass du dich das traust. Kriegt man wahrscheinlich viel zu hören. Also der erste Punkt ist, jeder hat prinzipiell erstmal das Recht, zu allem eine Meinung zu sagen, zu haben. Ob man die dann sagt, ist eine andere Frage. Aber ich darf auch als weiße Frau eine Meinung zu Rassismus haben, auch wenn ich nicht davon in dem Sinne betroffen bin. Ich darf auch eine Meinung zum Palästina-Israel-Konflikt haben, auch wenn ich da nicht wohne. Zu moralischen Themen darf man auch zu moralischen Fragestellungen darf man auch Meinung haben, wenn man nicht direkt davon betroffen ist. Zweiter Punkt, als Mann ist man zu 50% für die Entstehung eines Kindes verantwortlich. Natürlich dürfen Männer auch gerade im individuellen Fall eine Meinung dazu haben und diese auch äußern. Dritter Punkt, wenn deine Meinung jetzt wäre, du überlässt die Entscheidung der Frau, dann wäre diese Meinung legitim. Komisch, warum nicht, wenn die Meinung anders lautet? Also es gibt sehr viele, es ist ein Quatschargument. Es ist kein Argument, es ist eigentlich ein Ad hominem-Argument, also ein Scheinargument, das dich mundtot machen will, aus welchen Jemand die Gründen auch Person immer, weil du vielleicht die besseren angreift, Argumente statt erst dahin. die, genau, Genau. man greift die Person an und ihre Motive und geht nicht auf die Argumente selbst ein, weil da könnte ja Genau. eine Frau, und es ist ja de facto der Fall, Pro-Life-Befürworterinnen, Abtreibungsgegnerinnen bringen ja genau dieselben faktischen, sachlichen Argumente vor. Das ist ja nicht so, dass in dem Moment, wo sie von einer Frau ausgesprochen werden, plötzlich eine magische Wirkung entfalten. Argumente sind ja entweder sachlich richtig oder sachlich falsch. Und wenn ein Mann biologisch argumentiert, dass es sich bei einer befruchteten Eizelle, bei einem Fötus, bei einem Embryo um ein menschliches Wesen handelt, dann ist es eine Tatsache, die nicht daran geknüpft ist, welches Geschlecht die Person hat, die das eben bringt. So, ich habe hier ein paar Punkte noch gebracht. Also Argumente haben kein Geschlecht. Frauen, die sich gegen Abtreibung aussprechen, benutzen ja oft genau dieselben Argumente. Was ist denn dann eigentlich mit nicht-binären Menschen? Es wird ja heute viel von verschiedenen Geschlechtern, die es geben soll, scheinbar gesprochen. Was ist denn mit Menschen, die keinem Geschlecht zuzuordnen sind? Haben die dann da kein Recht? Also würde mich mal interessieren, sind die von der Diskussion ausgeschlossen oder was ist denn eigentlich mit denen? Und was ist eigentlich mit unfruchtbaren Frauen? Weil die können ja auch keine Kinder bekommen, die sie dann abtreiben oder nicht abtreiben könnten. Sind die dann auch von der Diskussion ausgeschlossen? Können wir ja, würde mich auch interessieren. Würde ich gerne von Abtreibungsbefürwortern, die das Argument regelmäßig bringen, gerne in der Kommentarspalte mal was zu lesen. Und wie du es schon richtig gesagt hast, Sabine, das gilt es denn auch für Abtreibungs Befürworter? Befürworter, weil was ist denn mit all jenen Gesetzen, die erlassen werden zugunsten von Abtreibungsbefürwortern? Die werden wahrscheinlich nicht immer nur von Frauen geschlossen, nehme ich mal an. Was ist denn in der Pro-Choice-Bewegung? Besteht die nur aus Frauen oder dürfen da Männer vielleicht auch eine Meinung haben, wenn sie Pro-Choice ist? Genau, also das Geschlecht dessen, der sich gegen Abtreibung ausspricht, ist nicht relevant, sondern die Frage, werden da Kinder getötet Ja. oder nicht? Ist in meinen Augen auch ein bisschen ein kindisches Argument. Also das, ich glaube, wenn du dich wirklich ernsthaft auch mit einem Abtreibungsbefürworter oder Pro-Choicer unterhältst, der auch ein bisschen eine Ahnung von Argumentation hat, dann wird er oder sie dieses Argument nicht bringen. Also das sind dann eher diejenigen, mit denen sowieso nicht unbedingt es sich lohnt zu diskutieren, weil auf dem Niveau brauchst du keine Diskussion führen. So. Ich versuche dann immer respektvoll zu bleiben und alles und ich versuche auch mit jedem
irgendwie liebevoll ins Gespräch zu gehen. Aber das ist halt schon mal ein schwieriger Startpunkt, weil man dann oft auf so eine unterschiedliche Basis hat, dass man dann gar nicht erst zum Kernpunkt zu kommen braucht, weil da dann schon das Grundverständnis einfach davon fehlt, wie Argumentation funktioniert.